Yo, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth in 60 FPS. Endlich mal wieder. Und zwar habe ich mir was Lustiges überlegt. Und zwar spielen wir mit einem bestimmten Seed. Und zwar, es ist ein mega Secret Seed oder so und der heißt Basement. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Wir spielen mit einem Charakter, den wir noch nie gezeigt haben. Und zwar mit dem Blue Baby. Das ist der Endboss. Okay, man kann auch sagen, es ist der Mega-Satan, der Endboss vom ganzen Spiel ist. Gegen den muss man in der Chest kämpfen. Nice. HP ab. Und das seht ihr schon, bei HP ab kriegen wir nur ein Seelenherz dazu. Kein rotes. Das ist nämlich die Besonderheit an Blue Baby. Er kann keine roten Herzen aufnehmen. Egal, ob wir HP abbekommen oder nicht. Er kann es einfach nicht. So, was für ein Seed habe ich jetzt? Basements. Ich versuche auch, oh Gott, das war so dumm. Ich versuche auch euch immer die Seeds zu zeigen, einmal im Spiel auf Pause zu drücken, damit ihr immer meine Seeds mitbekommt und die auch mal zocken könnt. Es gibt ja über 100.000 Seeds oder so. Also schon krass, wie heftig an dem Spiel gearbeitet. Warum? Der war doch schon weg. Guckt euch das an, da ist mein HP ab, jetzt schon voll unnötig gewesen. Das ist nämlich die Besonderheit an Blue Baby. Und es gibt so ein Item, das macht rote Herzen in Seelenherzen. Wenn wir das kriegen, sind wir der King. Keine Ahnung, ob wir das kriegen. Wir sind Basement 1, okay. Ich habe keine Ahnung, was dieser Seed macht. Wirklich nicht. Aber ich meine, gehört zu haben, okay, ich sag's jetzt, dass man immer in Basement kommt. Immer. Bin mir aber da in keinster Weise sicher, ob das stimmt. Bin mir überhaupt. Bin mir überhaupt nicht sicher. Okay. Wenn ich mich anstrenge, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Zu Isaac werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Oder keine Ahnung, was das Seed macht. Ich bin mir ja nicht sicher. Okay. Komm, der müsste doch gleich weg sein. Dich töten wir auch. Ja, und dann respawnt er zwei neue. Ist dein Ernst? Dann machen wir ihn einmal so, damit er ausrastet. Dann töten wir die Fliegen und dann macht er seine geile Form, die ich überhaupt nicht mag. Oh Gott, warum? Habe ich jetzt geschielt oder was? Nice. Okay. Das ist die Besonderheit an Blue Baby. Das ist die Besonderheit. Also ich habe jetzt für zwei Folgen schon mal zwei besondere Seeds geplant. Basement 2. Ich habe keine Ahnung, wohin wir nach... Da ist ein X. Wohin wir nach Basement 2 hinkommen werden. Wird auf jeden Fall voll interessant. Ich werde schon viele lustige Seeds. Ich habe auch einen schon für Weihnachten geplant. Wenn ihr wisst, ja, ich kann es sagen, da ist es hier ganze weihnachtlich aufgebaut. Den werden wir dann Weihnachten zocken. Sollte das Let's Play immer noch Weihnachten? Ja, natürlich wird's Weihnachten laufen. Ich glaube nicht, dass so schnell jetzt Isaac 3 rauskommt. Ist ja der zweite Teil. Der erste Teil kostet 3 Euro auf Steam oder so. Aber der erste Teil ist auch wesentlich einfacher als der hier. Als Rebirth. Der erste heißt einfach nur The Binding of Isaac, glaube ich. Und hat dann steht da noch irgendwas unter dem Logo halt. Könnt ihr euch mal angucken, vielleicht. Verlinke ich euch irgendein Video von irgendeinem guten Let's Player. Balls of Steel, das ist so gut. Erst recht mit Blue Baby. Alter, Balls of Steel, das ist nice. Jetzt brauchen wir nur noch eine Bombe. Irgendwo. Vielleicht in diesem Raum, ja. Wer weiß. Natürlich nicht. Oder hier in diesem Kackding. Auch nicht, okay. Keiner. Ich habe noch nie eine Bombe in einem Kackhaufen. Hier ist noch ein X, Alter. Wir brauchen zwei Bomben. Komm, das wäre voll cool. Das wäre very nice. Oh mein Gott, der ist draußen. Er ist ausgebüxt. Tötet ihn. Tötet ihn. Er ist ausgebüxt. Okay, nice. Okay. Oh mein Gott. Und es läuft so flüssig. Es tut mir aber richtig leid, Leute, dass der letzte Part so ruckelig war. Es tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, ihr könnt es mir verzeihen. Zumindest hoffe ich, dass der Part war eh nicht so gut, meiner Meinung nach. Also da war ich halt nicht so gut. Außer die Challenge. Da war ich skillig, nur durch
großen Betrug hat mich Mams Fuß dann noch am Ende zertreten und bin gestorben. Natürlich keine Bombe, natürlich. Warum? Warum sollte man den armen Rick auch eine Bombe geben? Erzähl mir das mal. Ach du Kacke. Okay. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, nice. Das war schon mal nice. Ich finde einfach keine Bomben. Ja, toll, toll. Ja, WTF. Ernsthaft. Ernsthaft. Ernst. Ist es jetzt euer Ernst hier? Komm, Seelenherz irgendwo. Irgendwo. Ist doch komplett unnötig hier alle, die ganze Chose. Vielleicht kriege ich am Ende des Bosskampfs vielleicht noch irgendwie zwei Bomben. Oder ich krieg so ein. Ja, Item auch nicht. Keine Ahnung. Dun, 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 dun. Aber euch ist auch bewusst, dass ihr nur bestimmte Seeds nur mit bestimmten Charakteren zocken könnt. Also keine Ahnung, was Basement jetzt macht. Vielleicht muss man auch nur mit einem bestimmten Charakter Basement zocken. Bin mir überhaupt nicht in der Hinsicht überhaupt nicht sicher. Keine Ahnung, was das Seed Basement macht. Vielleicht kommen wir ja danach hier nochmal nach in Basement, was aber jetzt auch keine Ahnung, was der macht. Wir werden es jetzt herausfinden. Basement 3. Damage und Range Up. Okay. Den nehmen wir überhaupt nicht mit. Das könnt ihr sowas von vergessen. Das wird den jetzt mitnehmen. Scheiße ich nochmal hier hin. Hier ist aber, ja, was ich nicht brauche. Gut, dann rein da. Was passiert jetzt? Ey, wir kommen wirklich. Basement 3? Ja, WTF, was ist denn hier los? Basement 3, was ist das denn? Da mache ich einen Epic Szenen draus und das wird dann ein Spoiler hier. What the fuck, Basement 3? Oh mein Gott. WTF. WTF, Leute, WTF. Hier ist eine Bombe, hier ist ein X. Was geht's ab? Ich bin in Basement 3 gelandet. Das kriegt ihr niemals hin, Leute, dass ihr in Basement 3 landet, ha? Versucht das mal hinzubekommen. WTF. Geil, 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 geil. Geile Chose hier. Geilster Seed. Das wird. Boah, das wird so ein Epic sehen, Leute. Mein Gott, wird das ein Epic sehen. Und guckt euch mal an, wie das Blue Baby aussieht. Alter, ich konnte mit dem Blue Baby noch nie was. Ja, okay, vielleicht liegt es daran, dass wir in Basement 3 sind, aber ich glaube, die Gegner werden trotzdem immer stärker. Gravity, kannst du dir sowas in den Arsch stecken? Dann kacken wir nochmal hier hin. Ja, wir waren überall, ne? Ja, okay, da oben. Ne, da oben gibt's nix. Schon wieder der Monstro, Alter. What the fuck? Okay, das ist wirklich lustig, ey. Das macht das Let's Play auch ein bisschen lustig. Keine Ahnung, wie es dann aussieht, wenn wir dann irgendwie zu Isaac oder zum Modder kommen oder wie auch immer. Kommen wir zum Basement 4. Das wäre lustig auf jeden Fall. Aber Edmund, kreative Idee, wirklich. Muss ich wirklich sagen. Gibt's auch sowas mit Devs oder Ute? Boah, stell ich mal Utero 8 vor, das so vor. Oder die Kathedrale. Kathedrale. Naja, da gibt's ja nicht eins, zwei und so. Da gibt's ja nur eine und die heißt einfach Kathedrale. Mit den Gesängen, mit den Kirchengesängen im Hintergrund. Range up. So, was passiert denn jetzt? Wir scheißen nochmal kurz hier hin. Guck dich das an. Warte, wo sind wir jetzt? Basement 4? WTF, Leute. Was ist hier los? Basement 4. Komm nicht mehr klar. Ja, Soulheart, komm her.
Ist übrigens die englische Wort für Seelenherz. Was ist das denn? Megatiers? Toll, jetzt ist die Range im Arsch, oder? Anscheinend schon. Und boah, Damage ist aber voll, Leute. Der Damage ist aber heftig. Heftigen Damage machen wir auf jeden Fall. Guckt euch das an, diesen Instant Down. WTF. Da ist noch ein X. Boah, das ist so nice. Der Run ist so nice. Ich liebe diesen Run. Und da sind zwei Bomben drin. Willst du mich verarschen? Ich dachte, da wären jetzt zwei Seelenherzen. Ich wollte schon wieder Soul Hearts sagen, aber ich sag Seelenherzen, weil das für mich irgendwie viel nicht so anstrengend ist. Es ist anstrengend, Soul Hearts zu sagen. Hier ist kein X, aber eine Coin. Den nehmen wir natürlich mit. Ist es ein Champion? Ja. Und was für einer? Der ist aber auch instant down, oder? Nee, ist er nicht. Aber jetzt ist er down. Okay. Ist hier kein X? Wir waren aber noch nicht überall, aber wir gehen erstmal zum Boss. Bevor wir das tun, scheißen wir hier hin. Da ist nix drin. Okay. Boah. Boah, machen wir Damage. Boah, machen wir Damage. Dun, 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 dun. Okay. Ja, mach ihn doch tot. Was ist los mit dir, ey? Okay, wenigstens habe ich den da hinten. Oh, der. Ja, das war eine Falle für den. Auf jeden Fall. Was ist das? Speed up oder so? Sides down und sowas. Shot speed down. Für mich ist der Shot speed jetzt irgendwie schneller. Oder irgendwas anderes ist. Oder Speed ist down, was weiß ich. Ja, keine Ahnung, wie lange das geht jetzt hier mit Basement und so. Hoffentlich lange. Okay. Toll. Koll. Koll. Richtig, richtig Koll. Hier ist kein X, oder? Ne. Können wir wieder abhauen. Was für unnötige Scheiße. Haben wir jetzt ein halbes Seelenherz verloren? Oder ich sag jetzt einfach Herzen, weil Blue Baby kann ja nichts anderes aufnehmen. Deshalb. Ja. Was passiert jetzt? Wir sind jetzt aber hier, oder? Wir müssten. Basement 5. Wie lange soll das denn gehen, Alter? What the fuck? Ist es Balls of Steel? Nee, Perberty. Verdammt. Okay. Oh mein Gott. Ja, jetzt verliere ich hier alle Seelenherzen. Ach komm, ich sag doch Seelenherzen. Ich kann's mir eh nicht verkneifen. Von daher. Kann man nichts dran ändern. Nichts. Null kann man dran ändern. Oh, ja, stirb. Danke. Ja, Blue Baby, was ist denn los mit dir? Okay, danke. Der hat irgendwie nie getroffen. HP ab. Und ich merke gerade, haben wir jetzt für den Goldraum keinen Schlüssel gebraucht, oder? Stimmt, in Basement 1 braucht man das ja nicht, aber wir sind ja in Basement 5. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, dass ich in Basement 5 bin oder in Basement 3. Ich wusste ja von den Seeds nix. Also ich versuche das Let's Play schon ein bisschen lustiger zu gestalten. Ich habe für den nächsten Part auch ein Seed vorbereitet. Der hat aber eher was mit einem coolen, starken Item zu tun. Und zwar dem Brimstone Ring. Es gibt mehrere Seeds, wo man den Brimstone Ring bekommt. Und aber dann, man bekommt dann noch auch nur einen bestimmten Charakter. Das heißt, im nächsten Part müssen wir Azazel spielen, um den Brimstone Ring zu bekommen. Und dann geht's halt, in dem Part geht's, also in dem Part hier geht's mir jetzt darum, euch einfach den Seeds zu zeigen und in Basement 1000 zu kommen. Und im nächsten Part geht's mir darum, Isaac zu besiegen, weil mit dem Brimstone Ring, und den Brimstone Ring natürlich zu kriegen und ihn zu zeigen. Und das machen wir dann mit Azazel im nächsten Part. Nice. Speed up, das habe ich gebraucht. Danke. Läuft ja wie. Okay, wo ist die Uhr jetzt? Die müsste jetzt beim.
Wie lange soll das denn jetzt gehen? Basement 6. What the fuck? Also das heißt, wir können jetzt irgendwie nie zur Mutter oder was? Ich meine jetzt, wenn wir in Basement 6 sind. Basement 1, 2. Caves 3, 4. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich die Mutter haben. Wenn die Mutter jetzt nicht kommt, dann leckt mich am Arsch. Dann habe ich keine Ahnung. Oder dann zeige ich euch den anderen Seed halt noch heute, wenn Zeit ist. Weil wenn das Seed jetzt unendlich geht, dann irgendwie bei Basement leck mich am Arsch sind, dann ist es ein bisschen unnötig. Okay. Schau dich das an, hier steht keine Maschine. Ja, dann ist hier irgendwas faul. Dann ist hier irgendwas faul. Oh mein Gott. Nein, wir brauchen für den Goldraum Schlüssel. Boah, bin ich behindert. Ich dachte, wir brauchen keinen mehr. Ach du Scheiße. Ach, das braucht man nur bei jedem zweiten Basement. Ach so, jetzt verstehe ich erst. Nein, ich hoffe, wir finden noch einen. Und zwar in diesem Raum hier. Ansonsten bin ich dumm. Nein. Können wir eigentlich den Run beenden, frage ich mich gerade. Geht das eigentlich? Oder geht das nicht? Geht das? Komm, Mutter, bist du da jetzt drin? Wenn ja, wäre lustig. Nö, Monstro. Ich verstehe das nicht. Wird der Run jemals enden? Also ich spiele jetzt hier, keine Ahnung, wie lange ich hier schon am Zocken bin, aber wir müssten jetzt eigentlich bei der Mutter sein, aber nein, hier ist Monstro. Hä? Warum? Warum zum Teufel? Dann kann der Run doch niemals enden. Willst du mich denn verarschen? HP ab. Okay. Ah. Okay. Dieser komische Campus oder wie auch immer der heißt. Ich weiß es nicht, wie der heißt. Hab's vergessen. Campus oder so, weiß ich jetzt nicht. Okay, war schon ein besseres Space-Item. Ja. Wo kommen wir jetzt hin? Ich habe das Gefühl, die Uhr geht immer weiter. Oder? Basement 7. Leckt mich am. Guckt, jetzt brauchen wir für den Goldraum keinen Schlüssel mehr. Special Tears. Boah, wie Blue Baby aussieht. Mein Gott, wir brauchen Shotspeed. 3000 Mal Shotspeed ab. Wenn wir das haben könnten. Wäre voll nice. Aber. Oh Gott, ich bin aber auch dumm. Ja, die Gegner werden irgendwie. Keine Ahnung, ob die stärker werden. Hoffen wir nicht, weil so langsam bin ich auch am Arsch. Er gesagt hat Blue Baby. Und boah, wie das ausschaut. Mein Gott, wie lustig das aussieht. Okay, da ist schon der Boss. Ah, Gott. Boah, war das knapp beim Champion. Aber ich habe doch hohen Damage. Ich mach guten Damage. Ich sollte die relativ, ja, instant down, der eine. Relativ gut platt kriegen. Tue ich auch. Nice. Wir gehen erstmal hin. Haha, wie schnell das Damage und HP ab. Wie schnell das ging einfach mal. Ja. Okay. Was jetzt? Geht die Uhr weiter? Keine Ahnung, ob die Uhr weitergeht. Ich bin mir nicht sicher. Basement 8. Aber ich glaube schon, dass die Uhr immer eins weiterrutscht. Ich glaube schon, dass die Uhr immer eins weiterrutscht. Wenn nicht, dann habe ich. Aber ich glaube schon. Ach, guckt euch das Video doch selber an, ey. Ja, so für diesen. Oh Gott, ey. So dumme Treffer immer. Obwohl ich so einen geilen Damage hab, lasse ich mich immer so dumm treffen. Jetzt triffst du den Oma, du behinderte Sau, Alter. Okay. Okay. Oh Gott, okay. Ich möchte die hier jetzt noch töten, weil die irgendwann voll nervig sind. Nice. Balls of Steel. Ja, ist hier noch die ganzen Kackhaufen kaputt machen. Wird auch wieder voll lange dauern, voll anstrengend werden.
Hier ist erstmal der Goldraum. Was ist das? 300 Two-Shots. LOL! Wir schießen jetzt so komische Zähne oder auch was auch immer das war. WTF? Okay. Ja, wir schießen wirklich Zähne. Das siehst ja irgendwie. Irgendwie Fufuf oder Thief-Shot oder irgendwie sowas. Also was halt Zahn auf Englisch heißt. LOL. Läuft bei uns. Übel. Übel krass. Okay. No. Ah, cool. Jetzt haben wir den Schädel voll. Also. Den heftigen Brimstone. Ja, wir gehen jetzt eigentlich. Ja, hier ist der Boss. Okay. Kein X. Ja, und da ist er down. Alter, sind wir gut. Wir können zu Gott. Ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass wir jetzt. Dass es jetzt wirklich so ist. Eigentlich wären wir jetzt im Utero oder so. Weil ich glaube nicht, dass wir im Basement jemals zu Gott. Boah. Ja, ich glaube, wir kriegen auch. Eigentlich wären wir schon längst bei der Mutter vorbei. Aber ich glaube, wir kriegen auch immer Basements Gegner. Ungefähr so ist es wohl aufgebaut. Ja, guckt euch das an. Die Uhr rutscht nämlich immer weiter. Wo sind wir jetzt? Basement 10. Curse of the Maids. Auf jeden Fall lustiger Seed. Aber das Dumme halt, wir sehen nicht den Isaac. Aber wir beenden auf jeden Fall irgendwann den Run. Irgendwann den Run. So. Speeds up. Aber der Run ist bis jetzt voll gut. Mega T. WTF! Boah! Alter, und wie das Blue Baby aussieht. Oh, Alter, wir sind so gut. Da ist noch ein X. Ja, und dann kriegen wir natürlich nur Bomben. Da ist noch ein X. Ich habe eine Bombe nicht mitgenommen. Die ist noch draußen. WTF! Okay. Guck ich es an. Aber da können wir runter. Wir gehen jetzt nicht zur st nächsten Stage runter, sondern zu. Ja, so einer Chose halt. Ach, das. I ist es ein Space-Item? Ich glaube, das macht's. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir Münzen. Irgendwie sowas ist es. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, Holder, wir sind so gut. Mein Gott, das Blue Baby ist aber nice. Ja, mach doch nicht immer die Fliege kaputt, so. Alter. Ne, wir machen noch einen Run. Noch einen Raum, meine ich. Nicht noch einen Run. Damit wir unseren Schädel voll haben. Ach, wir können noch. Wir können das nicht, okay. Sch Alter, guckt euch das an. Was für heftigen Damage wir. Was für heftigen Damage wir machen. Tears up. Alter. Ne. Das ist so hart, Alter, wir sind so gut. Ja, jetzt wären wir, glaube ich, bei Isaac oder so. Basement, oh, was nochmal? X. X war doch. Keine Ahnung, ich. Boah, ich sage jetzt irgendwie 11 oder so, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was X nochmal war. Aber ich glaube, X war 11. Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt mich korrigieren. Weil jetzt gerade habe ich irgendwie keinen Plan. Doch, war es irgendwie. 12 war es auf jeden Fall nicht. Och, och lol. Auf jeden Fall, wir haben eine Menge Seelenherzen, eine Menge. Wir brauchen aber noch. Das heißt, wir wären eigentlich im Utero oder so, oder schon in der Kirche. Aber da wir so geil sind. Kriegen wir auch immer einen Goldraum, weil wir ja immer im Basement sind. Da ist noch ein Seelenherz, Alter, sind wir gut. Oh mein Gott, nein. Okay. Was ist das? Zieh es ab. Boah. Alter. Was ist das, Pervity? Brauche ich nicht wirklich. Oh, schnell das ging. Nochmal HP ab. Alter, wie wir abgehen. Jetzt ist die Uhr weg.
What the fuck, Alter? Alter, wie lange soll das denn hier noch gehen? Also die Uhr ist jetzt weg. Wären wir jetzt in der Chest oder was ist hier los? Verstehe ich nicht. Wären wir jetzt in der Chest oder wo? Okay, wir sehen schon mal nicht die Karte, das ist. Ach, war das jetzt Curse of the. Keine Ahnung, Mates oder so? Weil, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Keine Ahnung, ob der Run jemals endet. Läuft auf je. Aua. Wenigstens habt ihr dann mal das Blue Baby gesehen. Ah, dann. Dann ist es auch Perberty. Brauchen wir nicht wirklich. Alter, wie wir abgehen, das ist doch unfassbar. Den Goldraum-Dingen haben wir ja aber nicht gefunden. Egal. Wir sehen eh nichts und da ist er down. Wie schnell das einfach mal. Ja, wir können noch tiefer. Damage und Range up. What the fuck? Wo sind wir? Ich glaube, es geht jetzt immer so weiter. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Wenigstens habe ich es mal hier auf Video. Dann ist es halt ein lustiger Isaac-Part. So, was gibt's hier? Ja, und wenn wir hier Stunden damit jetzt so weitermachen, sind wir irgendwann heftig. Aber das ist doch heftig. Der Run muss doch irgendwann mal zu Ende gehen. Kann doch nicht sein hier. Ja, gib her. Auch Perberty. Was ist da? Oh mein. Nein, nein, nein. Wir nehmen auf jeden Fall den hier mit. Krampus oder wie auch immer du heißt, Alter. Da ist ein X. Ich glaub's nicht. Bei einem Boss ein X. What's all this? Lemon Party. Okay. Nee, ich glaub. Hier, Speed Up. Perberty brauche ich nicht. Lemon Party, Health Up. Zieh es ab. Nee, ich glaube, ich nehme die Health Up Pille mal mit. Für einige Fälle. Wie lange soll das denn noch gehen? Tch, what the fuck? Was geht denn hier ab? Ihr könnt mir ja sagen, wie lange das noch geht, aber ansonsten breche ich hier gleich ab. Und bedanke mich fürs Zusehen. Basement 3. Oh, cool. Ein Schutzschild. Alter, wie viele Items wir schon haben. Guckt euch das an. Ich wünschte, ich wäre bei Isaac. Dann würde ich den jetzt so eine in die Fresse hauen, ey. Dem Isaac. Mein Gott, würde ich den töten. Er ist auch schon mal down. Damage up, Alter, wir sind so hart. Ich glaube, es geht's unendlich. Auf jeden Fall, Alter. Noch eine Balls of Steel Pille haben wir hier liegen. Wir machen mal The Evil. Alter. Ja, ich glaube, Balls of Steel ist noch heftiger als jetzt eine Health-Up-Pille. Guckt euch mal bitte da die geile Scheiße hier an. Alter, sind wir heftig. Mein Gott. Ja, komm. Health-Up. Ah, hier ist noch ein Schlüssel. Können wir hier rein? Was ist das? Oh mein Gott. Wir nehmen lieber das mit. Weil das Item auch richtig reinhaut, wie wir hier sehen. Alter, der stirbt so hart. Und wie hart der stirbt, ist doch unfassbar, was hier abgeht. Ja, dann nehme ich die Schlüssel nicht mit. Ja, Leute. What the fuck ist das für ein Isaac-Part, ey? Ich würde sagen, danke fürs Ansehen, weil anscheinend geht das jetzt hier unendlich.
War doch nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich dachte schon, dass es irgendwann ein Ende gibt. Peering Shots. Ich habe immer noch meine Mega-Tiers, ey. Auf jeden Fall sehr lustiger Seed. Macht Spaß, dann so richtig am Ende so richtig OP zu sein, weil man einfach so viele Items hat. Das nicht mehr und das ist unfassbar, ey. Ja, komm, ein Basement machen wir noch und dann ist Schluss. Also ich zock das jetzt noch ein bisschen weiter und sollte irgendwann dann noch was anderes passieren, dann zeige ich es euch. Weil ich glaube, das geht jetzt unendlich so. Damage up. Habe ich übel. Ich habe richtig heftigen Damage up, glaub mir. Verbity. Ja, toll. Alter, wie gut wir sind. Wie OP wir sind. Boah. Habe ich auch mal das Blue Baby gezeigt. So, ich glaube, das machen wir jetzt noch. Alter, wie schnell. Wie OP man am Ende einfach mal ist. Oha. Ja, das geht. Es geht nicht mehr. Weiß ich, wir sind bestimmt schon in Basement, keine Ahnung. 20 oder so eine Chose. Also ich dachte, also der Seed wäre wesentlich geiler, wenn es auch ein Ende gegeben hätte. Das gibt's anscheinend aber nicht. Dafür sehen wir. Wir sind so OP. Oh, das erste Mal seit langem Schaden genommen. Das erste Mal haben wir seit langem Schaden genommen. Und das habe ich hier noch. What the fuck? Wo ist meine Pille? Meine eine Pille. Ja, da ist es. Balls of Steel, okay. Hat auf jeden Fall schon etwas Bock gemacht. Hab's mir aber ein bisschen lustiger vorgestellt. Haben wir jetzt da noch ein Evil Herz? Wir gehen so ab. Ja, es endet nie. Ich glaube, wir sind jetzt im Basement, keine Ahnung, bestimmt 23 oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es 23 ist. Also auf jeden Fall, am Ende hat man so heftige Items, das ist doch übel. Splash Damage und Tears up. WTF, ey. Ja, zwei Balls of Steel Pillen. Alter, warum bin ich nicht bei Isaac? Guck dich das an, wie ich abgehe. Liegt aber nur daran, Alter, das macht so Bock. Es macht so Bock, obwohl das jetzt so leicht ist, macht's irgendwie voll Bock. WTF, und da ist er down, ey. Wir sind viel zu heftig für das Spiel. Alter, ja, okay, dann würde ich sagen, danke fürs Ansehen. Und bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss. Obwohl. Ja, Exit Game. Das war voll heftig, der Mann. Wir fangen jetzt noch einen weiteren an. Und zwar mit Azazel. Den Seed. Den Seed. HV0 L9 FE. Und dann müssen wir mit Azazel spielen, weil ohne ihn klappt das nicht. Genau, am Anfang gab es Damage Up, oder? Ja. Am Anfang hier den Damage Up. Oh, Alter, wie OP wir eben waren. Also sollte ich weitere lustige Seeds finden? Also ich wusste jetzt nicht, dass es niemals ein Ende nimmt. War natürlich scheiße. Aber ich glaube, es war schon mal etwas lustig, so eine Erfahrung zu machen. Okay. Und zwar. Oh Gott! Ja, ich war eben so OP. Jetzt bin ich daran gewöhnt, dass die Gegner direkt weg sind. Ja, The Fool können wir mal kurz einsetzen.
Unnötig, einfach nur. Trotzdem heißt es nicht, dass Azazel schlecht ist. Oh mein Gott, aber der ist auch gut. Aber wie wir eben abgegangen sind, Leute. Und ich bin froh, wenn ich endlich mal eine andere Stage sehe als Basement 3.526.000 und ein halbes. Ja, gibt's hier direkt HP ab? Endlich mein rotes Herz wieder zu sehen. Das lag jetzt nicht am Seed, das lag am Blue Baby. Oh mein Gott, und wir sind im Keller. Da-dam, da-dam, da-dam. Ich mag den Keller. Nur die Musik wird auf Dauer irgendwie fuckerhaft. Dun, dun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Nein, das war so ein dummer Treffer. Egal. Dann, da ist ein X. Dun, dun. Challenge Up nehmen wir auf jeden Fall mit. Zwei Seelenherzen. Gut. Und Luck Up. Nice. So langsam kann ich die Items auch. Also kenne ich die. Die Zeichen halt, weiß ich direkt, okay, das ist Damage Up, Luck Up. Am Anfang wusste ich es ja auch, dass es Damage Up war. Gott, es gibt ja noch andere Zeichen für Damage Up. Es ist auch gut, wenn man weiß, was das ist. Zum Beispiel Devil Deals oder so. Da ist gut zu wissen, okay, das Item macht das und das. Das nehme ich dann mit. Oder wenn man jetzt was für 3 Herzen oder so kauft, was total scheiße ist. Wäre auf jeden Fall auch ein bisschen ärgerlich dann. Okay. Oh, weg hier. Autsch, du hast mir wehgetan, du Fucker. Nee. Nee, Challenge Up. Auf jeden Fall. Okay, wo kommt der Typ? Da kommt er. Ach, guck mal, wie viel Schaden, wie viel Damage wir gemacht haben, ey. Ja, da bin ich nicht, da war ich zu weit weg. Jetzt aber. Komm, yes. Was macht das nochmal? Ah, stimmt, die ganze Kohle. So. Was für ein Damage haben wir? Ich glaube, es wäre nicht so klug, jetzt Damage Up mitzunehmen, weil wir schon sowieso fast alle Striche voll haben. Und weil eh jetzt gleich was passiert. Deshalb. Ich habe es ja schon gesagt, und zwar. Ich glaube, wir müssen hier hochgehen. Ja, da drin ist es, Leute. Da drin ist er. Und zwar finden wir. Euer Ernst? Es wäre jetzt dumm, wenn ich keinen Schlüssel finde, denn dann finden wir nämlich nicht den Brimstone-Ring. Das wäre ein bisschen fällig. Gebt mir doch bitte einen Schlüssel. Ich glaube, die geben mir einen Schlüssel, oder? Ja, danke. Und zwar finden wir in diesem goldenen Raum. Tada! Wir finden den Brimstone-Ring. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!